Herzlich willkommen bei Andreas Bienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Kurzhandeln, aber jetzt mal im Sitzen. Und zwar hier auf einer Schrägbank, die ich natürlich relativ weit nach oben stellen kann. Ich bin natürlich komplett zum 90 Grad Winkel und tendenziell 10 Grad vor dem rechten Winkel das Ganze. Und hier lasse ich natürlich auch diese Kurzhandelübung ausführen. Und zwar das allererste Kurzhandel drücken. Über Kopf. Kurzhandeln über Kopf. Grundübung für die Schulter. Ellbogengelenk, Schultergelenk ist im Einsatz. Dadurch habe ich eine Mehrgelenksübung, was natürlich die Muskelgruppen bzw. diese Hauptmuskelgruppe Schulter mehr belastet wie die Isolationsübung. Und somit eignet sich natürlich diese Übung hervorragend für den Grundaufbau der Schultermuskulatur. Wie sie ausgeführt wird, zeige ich gleich. Haha. Kamera läuft. Ein kleiner Scherz. Jetzt kommen wir zur Bewegungsausführung der Übung Kurzhantel drücken über Kopf. Erstmal natürlich eine entsprechende Sitzposition. Po nach hinten, Rücken anlegen, Brustwirbelsäule stabilisieren und natürlich wer ein Latt hat, darf ihn auch gerne zeigen und anspannen. Und war noch ein Scherz. Auch ohne Latt kann man die Übung ausführen, macht nichts, der Latex ja noch. Und zwar ganz einfach, mit der Hantel in die Ausgangsposition. Und wir beginnen mit der Druckübung. Darauf achten, dass natürlich hier wieder das Handgelenk genau oberhalb des Ellbogens ist. Ich zeige es mal von der Seite. Also hier nicht hier, den hier oder den hier nach hinten in Zwangslage, sondern das Handgelenk genau oberhalb des Ellbogens. So, anlehnen. Ellbogen ist unterhalb des Handgelenks, beziehungsweise Handgelenk ist oberhalb des Ellbogengelenks. Und jetzt fahren wir nach oben über den Kopf, gehen nicht in die submaximale Streckung. Lassen langsam wieder runter. Ungefähr auf Kinnhöhe. Die Faust ist ungefähr ein Stück Tick breiter wie die Schulterbreite. Und jetzt führe ich wieder die Hantel über Kopf zusammen. Gehe minimal nach innen. Atme unter Belastung aus und achte darauf, dass ich oben in der Mitte des Kopfes ankomme. Langsam runter, darauf achten, konzentrischer Belastungsweg, etwas dynamischer, inklusive der dazugehörigen Ausatmung. Exzentrischer Belastungsweg, langsam wieder runter in der Ausgangsposition, ungefähr Kinnhöhe, Ellbogen unterhalb des Handgelenkes. Eine sehr schöne Schulterübung. Ich hole euch mal ein bisschen näher, damit ihr mich ein bisschen näher seht. Eine sehr schöne Schulterübung, Grundübung für die Schultermuskulatur, passt gut in den Grundaufbau. Kann ich jedem nur empfehlen, probiert sie aus, stehend, sitzend mit Rückenlage, sitzend ohne Rückenlage. Gibt es viele Möglichkeiten, natürlich klar, mit der Rücklage habe ich natürlich den Rumpf mit im Einfluss. Das heißt, ich kann in dieser Position mit größeren Gewichten trainieren, was aber nicht unbedingt heißt, dass dadurch die Schultermuskulatur mehr an Volumen gewinnt. Sondern wenn ich sie hier frei trainiere, stehend oder sitzend frei mache, dann habe ich natürlich mehr muskuläre Anspannung im Schulterbereich und muss natürlich isoliert in der Schulter arbeiten. Für einen Anfänger ist es definitiv natürlich besser, erstmal diese Übung im Sitzen zu trainieren. Erst wenn die Bewegungskoordination verfeinert ist, wenn ich hier keine Probleme mehr habe, dann kann ich das Ganze auch beim Stehen machen. Das war Kurzhandeln über Kopf. Andreas Bienbacher, dein Fitness. Meine Aufgabe.